über 40 Jahren kommen tausende Besucher ins Gütersloher Nordbad und suchen dort ihr Badevergnügen. Und das wird auch weiterhin so bleiben. Doch Ende 2015 bekommt das Nordbad Nachwuchs, und zwar in Form eines neuen Hallenbades. Bevor ein neues Schwimmbad entstehen kann, müssen andere Gebäude weichen, wie Teilbereiche der Umkleidekabinen, das Hausmeisterhaus und das Bademeisterhaus. Abbrucharbeiten auf dem Nordbadgelände ist das Projekt Neues Hallenbad für Gütersloh in die erste Runde gestartet. Seit Mitte Oktober sind die Abrissbagger dabei, den nötigen Platz für die neue Schwimmhalle zu schaffen. Doch hier wird nicht nur wild mit der Abrissbirne geschwungen, sondern professionell gearbeitet. Das sogenannte Entkernen spielt dabei eine gewichtige Rolle. Wir fangen jetzt mit den eigentlichen Entkernungsarbeiten an. Das heißt, alle nicht mineralischen Baustoffe werden von dem Gebäude getrennt. Das sind zum Beispiel Teppichböden, das ist die bekannte Glaswolle oder KMF-Wolle in den Trockenbauwänden. Dann wird zum Beispiel die asbesthaltige Attika vorher abgebaut und die sofort eingepackt, sodass der Bagger nachher nur noch diese Materialien verladen muss und das Gebäude sauber ist für den Abbruch. Darüber hinaus gilt es natürlich auch noch andere Materialien wie Metalle, sogenannte bituminöse Materialien wie Dachpappe, Steine, Kabellage oder Holz gesondert in Containern zur Wiederverwertung oder als Rest- oder Sondermüll auszusortieren. Es wird dabei aber nicht nur entsorgt, sondern wie der Gütersloher ebenso tickt. Was zu gebrauchen ist, wird beiseite gelegt, um es später wieder verwenden zu können, wie die Pflastersteine vor den Umkleidekabinen. Das gleiche gilt auch für die Wasseraufbereitungsanlage unter dem Schwimmmeisterhaus. Dieser Gebäudeteil bleibt erhalten, um die Filteranlage auch weiterhin nutzen zu können. Hinaus stellt sich die Frage, warum am Nordbad überhaupt eine neue Schwimmhalle gebaut wird. Also der Anlass war, dass das alte Hallenbad in die Jahre gekommen war. Also auch nach einer Zwischensanierung ist es so, dass wir sagen, es ist nicht mehr dem Standard der Zeit. Dann hat man sich überlegt, ein Bäderkonzept zu erstellen. Das haben wir dann auch gemacht. Und die Resonanz daraus und auch aus den Workshops, die wir dazu durchgeführt haben, war, diesen Standort zu wählen und dann auch hier genau an diesem Punkt, der hier abgerissen wird, in der Goethestraße. Nach einem Jahr Planungszeit und intensiver Besprechung und Beratung, sage ich mal, ist man dann im Zeitplan mit dem, was man so vorhat? Ja, wir sind korrekt im Zeitplan. Die Abrissarbeiten, die sind bis zum 23. diesen Monats dann abzuschließen und dann wird es gleich übergehen in Baugrubenaushub. Und je nach Wetterlage im Frühjahr werden dann die Rohbauarbeiten vollzogen. Ein wichtiger Aspekt des Neubaus an der Kralerstraße ist sicher, dass das bis zum Herbst 2015 fertiggestellte Hallenbad Schulen und Schwimmvereinen eine Heimat bietet und dabei behindertengerecht durchdacht wurde und so jedem Schwimmbegeisterten zugänglich wird. Auch der Betrieb der Bäder während der Bauphase ist gesichert. Also das Hallenbad in der Herzogburger Straße ist so lange im Betrieb, bis wir fertig sind. Und im nächsten Jahr wird natürlich der Betrieb ja problematisch ist zu viel gesagt, aber mit Einschränkungen passieren. Der Badebetrieb gesteuert über einen neuen Eingang, der da zu errichten ist. Wir werden innerhalb dieser Saison auch diese Bereiche hier sanieren für Garderoben und Umkleiden. Die Toilettenanlagen werden im nächsten Jahr noch so vorgehalten, dass es da keine Einschränkungen gibt. Und für die Gastronomie werden wir eine mobile Einrichtung im nächsten Jahr erstmal haben. Der Baubeginn für die neue Schwimmhalle ist Anfang 2014 geplant. Und ab Oktober 2015 dürfen sich die Gütersloher Badegäste auf ein schickes Hallenbad in modernem Design mit toller Funktionalität freuen. In diesem Sinne, bis dahin.